Dann gebe ich mal wieder meinen Senf dazu. Heute Morgen Facebook. Rap.de haut ja wieder die Räuberpistole schlechthin raus und bezeichnet Fernsehserien wie Four Blocks und Dogs of Berlin als Deutschrap-Fernsehserien. Digga, es gibt keine Deutschrap-Fernsehserien. Es gibt Fernsehserien, ja, die sind von mir aus Actionserien, Krimiserien, Dramas, Dramedies, whatever. Und nur weil da ein verkackter Rapper mitspielt, ist das eine Deutschrap-Fernsehserie. Ey, ganz ehrlich, ich finde Four Blocks ja geil, ne? Aber nicht so gut. Die Rapper, die dort alle als Schauspieler mitspielen, die machen als Schauspieler einen besseren Job, als wie sie es als Rapper je getan haben. Also diesbezüglich, ne, wieder völlig für den Arsch. Also, ein Rapper, der in einer Fernsehserie mitspielt, das ist trotzdem keine Deutschrap-Fernsehserie. Genauso wie, wenn Wrestler, Hulk Hogan hat ja auch mal ein, zwei Mal bei einem A-Team mitgespielt, deswegen ist A-Team nicht gleich eine Wrestling-Fernsehserie. Sondern es ist eine Action-Fernsehserie. Bumm, fertig, oder eine Krimiserie. Mann, Alter, Deutschrap. Deutschrap-Fernsehserie. Ne, Bullshit. Ne? Naja.